Weil das hätte ich schon noch gerne. Und ich hoffe, das ist doch möglich. Hat der einfach aufgehört, den Boomerang zu werfen? Habt ihr das gesehen? So, dann gehen wir. Gesucht! Winder, der Entführer von Zelda, schlagen Sie Alarm! Da haben wir wieder unser Haus. Und hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Runter geht's zum Hylia-See-Bazar. Ah ja. Ja, gehen wir doch mal zum Bazar, Leute. Danke. Hylia-See. Und was haben wir hier? Okay. Das ist der gleiche Händler wie in der Stadt, mit den gleichen Items, mit den gleichen Preisen. Wir gehen weiter. Wir könnten uns zwar ein rotes Elixier leisten, Leute. Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt brauchen. Was haben wir denn hier? Ah, der Wahrsager schon wieder. Der sagt uns auch nur, wie wir weiterkommen. Okay, mehr gibt es hier nicht. Oder ist hier ein versteckter Eingang? Nein. Hier vielleicht? Nein. Gut, dann gehen wir weiter. Au! Ey, ich wollte das haben! Hätte ich wahrscheinlich erstmal mit dem Boomerang holen sollen. Au! Keine Ahnung, was der hat fallen lassen. Nichts. Okay. So, wir müssten da nach rechts. Ich gehe jetzt einfach mal da nach oben, Leute. Oder? Ja, hier in dem Bereich hätten wir soweit auch nichts mehr. Mal sehen, was es hier so alles für uns gibt. Hm, da gibt es einen Busch. Hier gibt es drei Büsche, vier. Mit einem Herz. Rechts zum Ostpalast, links zur Burg von Hyrule. Da ist ja noch einer. Au. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich jetzt alle erwischt. Nein, das... Tatsächlich noch einer. Passiert da eigentlich etwas, wenn wir alle erwischt haben? Weiß ich gar nicht. Okay, da wären wir jetzt wahrscheinlich dann bei der... Bei der Brücke. Ah. Wir wären hier nicht mal hingekommen, Leute. Außer doch wären wir. Okay. Rauf zum Magieshop und Wasser rechts zum Wasserfall der Wünsche. Oh Mann, mal, da gehen wir hin, Leute. Thank you.
Wasserfall wünschen. Da ist ein sehr nicht gut aussehender Baum, Leute. Willkommen im Magieshop. Der Wasserfall der Wünsche liegt direkt vor Ihnen. Au. Ein Herz. Mist. Ich wollte die fangen. Ich kann sie noch gar nicht fangen. Was brauche ich noch mal, um die zu fangen? Das Netz. Wie kriege ich das? Mist. Ei, ei, ei. Die Hexerei ist schon eine Plackerei. Muss ich hier am Feuer stehen und nach meinem Kessel sehen? Rühre ich an ein Pilzgebräu. Dieses Saft belebt dich neu. Okay, Leute. Hier gibt es bessere Preise. Das rote Elixier für 120 Rubine. Bei den anderen kostet es 150. Das grüne Elixier für 60 Rubine. Und das blaue Elixier für 160 Rubine. Und wir haben ja ein rotes Elixier. Ich würde noch ein blaues Elixier kaufen wollen, Leute. Der rote Trank ist das Lebenselixier, der grüne das Zauberelixier und der blaue erneuert sowohl Lebens- als auch Zauberkraft. Ein super Elixier. Wie wär's mit einem Schluck vom roten gratis? Wohl bekommen Sie. Wir kaufen den hier. So. Dankeschön. Hier ist das super Elixier. Damit kannst du sowohl Lebens- als auch magische Energie auffrischen. Sehr schön, Leute. Lebenselixier und Superelixier. Nur für Notfälle. Dann wollte ich da nach rechts weiter. Oh nein. Wir kommen hier noch nicht weiter. Jetzt hätte ich fast das Rotelixier geschluckt, Leute. Getrunken. So, wir sind eigentlich fast pleite. Wobei, es geht eigentlich sogar noch. Und dafür, dass ich eigentlich erst vor 2 Stunden oder nicht mal 2 Stunden angefangen habe, Leute, würde ich fast schon behaupten, bin ich eigentlich schon sehr gut aufgestellt. Aber ich muss echt nachsehen, Leute. Das mache ich nicht jetzt. Mache ich ein andermal. Aber ich muss echt nachsehen. Au. Wie ich an die Punkte da in der Kathedrale komme. Au, dreht der einfach um? Ach, gehen wir einfach weiter. Hier rechts müssen wir ja eigentlich hin. Ein Zora. Ein Gemeiner. Au. Okay, da rechts würde es wohin gehen? Oh, Sackgasse. Sehr schön. Gib mir mal an. Ja, da könnten wir einfach nur ins Wasser oder aus dem Wasser raus, wenn wir später schwimmen können. Au. Nicht mein Herz spendiert der mir. Oh, was haben wir denn hier? Die Fee. Ich werde dir Erholung verschaffen. Schließe deine Augen und entspanne dich. Ich bin gewillt, Leute. Ich will es versuchen.
Bei manchen Feenbrunnen kann man dahinter tatsächlich noch wohin. Okay, aber hier nicht. Ich habe zwar den Schwerttest gemacht, aber ich war mir sehr sicher. Ich weiß, es gibt einen Feenbrunnen, mindestens einen, wo man dahinter dann nochmal weiter nach oben kann. Okay. Wo geht es hier denn überall hin? Und wo geht es da runter? In eine Sackgasse. Sackgassen gefallen mir, Leute. Wir gehen da mal hin. Okay, dann nicht. Sehr schön. Okay, gibt es hier was? Nein. Da kommt man nicht rein. Da gibt es einen Höhleneingang. Ja, jetzt, wenn ich eine freie Flasche und den Kescher hätte. Das wäre so toll. Also ich würde da jetzt nicht reingehen, Leute. Wir heben uns diesen Feenbrunnen auf. Wobei ich glaube, dass das sowieso jedes Mal neu gefüllt wäre. Aber egal. Das war's tatsächlich auch schon, Leute. Mehr gibt es hier nicht. Hier ist einfach nur ein Feenbrunnen. Was gibt es hier noch Schönes? Ja, hier nichts mehr. Hier auch nicht. Okay, hier kommen wir dann nicht weiter. Vorerst nicht. Da könnten wir nach oben. Und da könnten wir auch nach oben. Au. Das waren, glaube ich, gerade 20 Rubine, Leute. Bin mir nicht mehr sicher. Ach, egal. Gehen wir weiter. Okay. Ich weiß, ich gehe gerade überhaupt nicht zum alten Mann. Aber egal. Ich sehe mich jetzt einfach erstmal ein bisschen um. So, was gibt es hier noch alles? Ich glaube, ich möchte hier mal hin. Also, da ist sowieso der alte Mann dann. Gibt es da oben irgendwas? Einfach mal entlang gehen, Leute. Nein, dann könnte man einfach nur wieder hier runter.
Gut, dann gehen wir jetzt da rein. Richtig, ich bin Sahasrara, der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, so, ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Ja. Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Geh jetzt zum Palast. Okay. Herzen. Und ein Geheimgang. Mehr Bomben. 50 Rubine. 100 Rubine insgesamt. Wir sind nicht mehr pleite, Leute. Ich will nicht den Weg außen rum gehen. Also besiegen wir den einfach mal kurz. Au. Au. So. Da wären wir dann dort. Gegen den da rechts hatten wir schon mal gekämpft, also gehen wir einfach hier außen rum. An ihm vorbei. Und ja, genau, hier geht's so nicht weiter. So, bevor wir da runterspringen, würde ich da einfach erstmal hier hoch. Was gibt es hier Schönes für uns? Erstmal nicht. Da könnte man nach oben runter und dann da links hin, Leute. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es da etwas geben würde. Keine Ahnung. Ah, man kommt also doch so dahin. Knapp. Da kamen wir her. Und ja, wäre eine Abkürzung wahrscheinlich, wenn man von unten kommt. Aber gut. Gehen wir hoch in den Ostpalast hinein.